Manche YouTuber, die leben mitten im Nirgendwo, umgeben von wunderschöner Natur. Ich lebe in einer kleinen Großstadt in einem kleinen Zimmer. In meiner Nähe ist ein Park. Das ist mein Leben in der Stadt. In manchen Momenten das Gefühl von Lebendigkeit, in anderen das Gefühl von Stillstand. Das Gefühl, dass man gerade alles richtig und falsch macht. In der Stadt kann man sich verlieren, doch man kann sich auch finden. Manchmal kam dann der Gedanke, solltest du vielleicht nicht einfach raus aus der Stadt und rein in die Natur, irgendwie in eine Hütte am See in Schweden. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass du nicht irgendwo im Nirgendwo wohnen musst, um inneren Frieden zu finden. Wie es mir gelingt, entspannt und gelassen in der Stadt zu bleiben. Mit meiner Familie bin ich in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Der Wald, der war nur wenige Minuten von unserer Haustür entfernt. Und mein ältester Freund und ich, wir haben uns dann einfach die Kamera geschnappt, sind losgezogen in den Wald und haben uns vorgestellt, wie wir in Sibirien Bärenspuren folgen. Wie frei man hier sein kann! Diese Größen, dies kennen wir alles nicht mehr! Die Menschen haben sich einen anderen Lebensraum geschaffen. Unser natürlicher Lebensraum ist hier, der Wald. Auch wenn ich zum Anfang etwas skeptisch war, muss ich sagen, erinnere ich mich noch sehr, sehr gut an die erste Nacht, als ich durch die Stadt zog. Überall die glitzernden Lichter, das Gelächter von Menschen an jeder Ecke, die anscheinend eine gute Zeit haben. Und all diese vielen Impressionen, diese pulsierende Energie. Ich verliebte mich in die Atmosphäre der Stadt und all diese endlosen Möglichkeiten. Doch genau die sind es auch, die mich manchmal überfordert und ratlos zurücklassen. Zu viele Optionen. Zu viele Geräusche, zu viele Dinge zur selben Zeit. Manchmal fühlt es sich wie ein ständiger Kampf an, Raum zu schaffen, um sich wirklich mit seinen eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen zu können. Und wenn man sich selbst nicht die Zeit für sich nimmt, dann wird sie ein anderer in Anspruch nehmen. Eine Stimme in mir wird lauter, die sich nach einem ruhigen, beständigen Leben sehnt, irgendwo auf dem Land oder in der Natur. Mit weniger als dem, was die Stadt im Überangebot bietet. Wenn ich mit meinem Freund im Wald unterwegs war, dann hatte ich immer das Gefühl, dass unsere Ideen sprudelten und dass unsere Fantasie angeregt wurde, dass wir in der Lage waren zu träumen. Und genau das vermisse ich manchmal in der Stadt. In dem Überangebot aus Möglichkeiten wird das Denken über das Unmögliche zur Ausnahme. Raum für dich wird dir nicht geschenkt. In der Stadt müssen wir uns Raum kreieren, für uns selbst und unsere Bedürfnisse. Das Leben in der Stadt ist wie ein Lied, das niemals aufhört zu spielen. Man muss schnell lernen, den Rhythmus zu finden und mitzusingen. Haruki Murakami. Und diesen Rhythmus zu finden, daran arbeite ich bis heute, bin ich ehrlich. Manchmal gelingt es mir etwas besser, manchmal etwas weniger, manchmal muss ich erst wieder etwas reinkommen. Das ist wie, wenn man ein paar Monate nicht sein Instrument gespielt hat. Aber wenn man dann in den Rhythmus erstmal wieder reingekommen ist, dann kann uns die Stadt unheimlich viel geben. Anders als die meisten denken, haben wir zwar mehr Menschen in der Stadt, als zum Beispiel irgendwo im ländlichen Raum, doch trotzdem haben wir mehr Anonymität und dadurch auch ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Wenn uns also einfach mal danach ist, unterzutauchen, dann können wir das in der Stadt besonders gut. Vom Agierenden zum Beobachter. Die Stadt sagt uns, wir sollen agieren oder reagieren. Doch wir sagen der Stadt, hey, wir können auch einfach mal beobachten. Wir können auch einmal Kontrolle abgeben und das Gefühl, immer Einfluss nehmen zu müssen, das können wir einfach mal ablegen. Als reiner Beobachter durch die Stadt zu schreiten, das lässt dann auch ein Gefühl von Gelassenheit und Entspanntheit entstehen. Ressourcenmanagement. Vor nicht allzu langer Zeit, da füllte sich mein Kalender automatisch. Ich hetzte von der Arbeit zum nächsten privaten Termin und ich merkte, okay, jede Einladung, die irgendwie reinkommt für irgendeine Party oder Veranstaltung, da habe ich immer Ja gesagt. Und ich lernte mich besser kennen und verstand, ich sage sehr gerne und sehr viel Ja, weil ich ein unheimlich begeisterungsfähiger Mensch bin. Aber genau da ist auch die Krux. Denn die Schattenseite von dieser Begeisterungsfähigkeit, die mündet am Ende darin, dass ich zu viel verplane, zu viel mir vornehme und am Ende mich da selbst drin verliere. Und am Ende bleibt ein Gefühl vom Verstreutsein zurück. Heute selektiere ich viel mehr, welche Events, Aktivitäten und Impulse ich überhaupt zulasse. Ich weiß jetzt, dass ich mir ganz klar Zeit einplanen muss für die Dinge, die mir wichtig sind. Die Arbeit an neuen Videos wie diesem für YouTube, Zeit mit meinen Freunden,
Zeit für einen Spaziergang im Park und Raum, um Gedanken auf der weiten Wiese galoppieren zu lassen. Am Ende gibt mir vielleicht gerade erst das Rauschen der Stadt die Möglichkeit, vor ihr fliehen zu können und die Ruhe noch mehr wertschätzen zu können. Ich bin ehrlich mit euch, die Stadt, die lässt mich so schnell noch nicht los. Auch wenn sie mir tatsächlich im Alltag viel abverlangt. Zu spannend sind die Orte und die Menschen, die mich nach wie vor inspirieren und begeistern. Wenn es mir dann einmal zu bunt wird, dann kreiere ich meine eigenen Räume. Und wenn ich mich dann wieder bereit fühle, dann lasse ich mich auch gerne mitreißen von dieser aufregenden und lebendigen Stadt. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe vor, mehr in diese Richtung zu machen, einfach meine Gedanken in Form dieser Video-Essays mit euch zu teilen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch damit identifizieren konntet und ob ihr Gedanken auch zu diesem Leben teilen könnt. Was sind eure Gefühle und Gedanken zu diesem Mix und wie findet ihr diese Räume, in denen man dann doch auch mal ein bisschen Ruhe und Entspanntheit finden kann? Ja, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt das mal unten rein und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder im nächsten Video. Macht's gut. So, und ich bin Dennis, der Kameramann. Mir läuft ja schon die Nase, denn es ist ziemlich kalt hier in Sibirien. Es gibt noch viel mehr zu sehen. Und das wartet da draußen. Also folgen Sie mir, kommen Sie mit.